Donnerstagabend, 21 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Eine weitere Alex und Ragnar-Folge und ich grüße dich, Ragnar, sehr. Wie geht es dir? Mir geht's ganz hervorragend, Alex. Ich genieße sehr das Wetter, den Frühling, die Sonne, die Wärme. Ich bin irgendwie gefühlt jeden Tag eine Stunde draußen. Du bist, glaube ich, eher drin und baust das Studio auf. Ja, genau. Wir wollen mal schauen. Wir bauen ein neues Studio auf. Heute hatte ich die letzte Folge im alten Studio und ich bin mal gespannt, ob das klappt. Am Montag, den 12. geht's los. Sehen wir nachher auch in den Events. Da habe ich das mal angekündigt. Unsere erste Live-Show, die wir machen werden aus dem neuen Studio, wenn denn alles klappt. Denn die Arbeiten laufen auf Hochtouren und die Spedition, die heute die große Lieferung bringen sollte, sagte mal ganz locker, nee, die ist heute nicht dabei. Die habe ich gar nicht eingeladen, die Sachen. Das tut mir jetzt leid. Ach so. Und dann habe ich in der Logistik angerufen, haben die gesagt, nee, also die Sendung ist verloren gegangen. Das müssen wir wohl neu bestellen. Ach, das ist ja toll. Also, wir bauen nicht so viel auf am Wochenende, wie wir gedacht haben und gucken mal, aber der 12. steht und von daher, das wird schon werden. Also, vielleicht die nächste Alex und Ragnar-Folge oder irgendwann eine gemeinsam mit dir, Ragnar, wenn wir das denn wieder dürfen, vielleicht aus der Sendung, aus dem Videostudio. Machen wir so ein bisschen sehr drauf, genau, weil wenn das Ding läuft... Ja, dann laden wir ein paar Gäste ein, unsere Showgäste, unsere Lieblingszuschauer, alle kommen dann hin. Mr. Power Magic, ja, der winkt hier schon ganz irre. Der ist dann natürlich auch dabei. Also wir haben da 3 Sets, es wäre also alles machbar. Mit genug Abstand. Das wird crazy, genau. Wir sind noch wenige Tage davon entfernt. Sagt uns mal in den Kommentaren, wie es euch geht, ob ihr auch die Sonne genießt, ob ihr draußen seid oder ob das euch ein bisschen auch hilft gegen den Lockdown-Blues. Einfach mal sich irgendwie joggen, Fahrrad fahren, was immer ihr euch auch tut. Also mir persönlich tut es sehr, sehr gut. Ich hatte ja diese Woche den MVP-Summit und habe den gefühlt komplett draußen halt verbracht. Bin von daher sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Ja, und tut ja auch gemacht. Gut, so nach diesem langen Winter ein bisschen hoffentlich ein paar Kilos zu verlieren. Ja. So, wir haben wieder eine ganze Menge Stammzuschauer dabei. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber, denn wir haben heute ja auch ein sensationelles Programm. Also, wir haben ja, habt ihr gerade schon gesehen, Christian Spanik da. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, er sagt ja selber IT-Dinosaurier. Ich sage auch mal Held meiner Jugend, würde ich das mal nennen. Sensationell, da freuen wir uns sehr, sehr drauf, dass er mit dabei ist und natürlich auch hervorragend und auch ich bin wieder sehr gespannt, Mr. Power Magic wird uns heute wieder einen neuen Fall bringen, genau, Daumen hoch, hinten aus dem Background kommen Sie schon, aber wir wollen anfangen und selbst das ist ja heute sensationell, in den Ferien, jetzt quasi in den Osterferien, haben wir nochmal einen mega Preis für euch rausgeholt und zwar, achso, halt, der Jingle, wo ist er denn da? Mensch. Da war ich ein bisschen schnell. Hier, der Jingle, der Preis für heute Abend. Eine tatsächlich Bose Videobar VB1 im Wert von 1.400 Euro könnt ihr heute gewinnen. Wir verlosen die. An der Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Firma Bose, die den Preis gespendet hat und Arik, der uns den entsprechend zur Verfügung gestellt hat, der heute nun leider nicht dabei ist, aber der das mit für uns organisiert hat. Ja, Ragnar, das wird genau, ziemlich cool, oder? Echt Wahnsinn, ja, genau. Wird super werden. Die Bose VB1 ist ja auch vorgestellt worden. Ich weiß gar nicht, 2 Wochen jetzt würde ich sagen, ist das her, ne? Genau. Da hat Arik die vorgestellt. Wenn ihr das also nochmal sehen wollt, guckt einfach nochmal in unseren YouTube-Kanal und dann könnt ihr euch die Folge nochmal angucken mit der Bose VB1, was ihr damit alles machen könnt und wie die funktioniert. Und ja, fleißig mitmachen, dann könnt ihr diesen Megapreis heute auch mitnehmen. Gut, dann haben wir ja eigentlich die Zeit schon für unseren ersten Gast, den wir jetzt auf die Bühne holen können. Und wir freuen uns sehr. Und hier kommt der Jingle. Hallo, Held meiner Jugend, Christian Spanik. Ich werde verrückt. Hey Christian, wir grüßen dich herzlich. Schön, dass du bei uns bist. Super, aber mach dein Mikro an, dann ist noch besser. Ach, man kann nicht alles haben. Ich dachte, April, da kann ich auch mal versuchen, das mit Lippenlesen zu machen. Ich verstehe gar nicht, was ihr habt. Ja, genau. Ja, herrlich. Schön, dass du da bist. Und wer hat uns ja ein bisschen den Weg zusammengeführt. Ich kenne dich natürlich schon ganz lange. Du mich wahrscheinlich nicht, aber das ist kein Problem. Aber uns hat der Weg dann über
Sascha Pallenberg wieder zusammengebracht oder überhaupt mal zusammengebracht. Mhm. Und du bist ja auch, wie wir, da den Sonntag in der Show drin. Ich glaube, du schon länger als wir. Das geht jetzt, glaube ich, auch irgendwie wieder los, ne, wenn ich das richtig erinnere. Müssen wir denn mal gucken? Ja, man hört schon, genau. Ja. Stubenhocker wird da wieder Wind, Fahrtwind herbekommen. Ja. Genau, da haben wir jetzt mal Kontakt gehabt. Und wer von euch kennt Christian noch aus den ganz, ganz alten Zeiten? Christian, ich kann dich nicht vorstellen, ohne dieses Thema Digisaurier einmal zu erwähnen. Wer kennt zum Beispiel noch die Sendung ZDF Neues, auch zum Beispiel aus dem Jahre 1992? Da war, glaube ich, so dein Einstieg, Christian. Gefühlt hast du da irgendwie erzählt über Akustikkoppler und BTX oder irgend sowas. Wer kennt, schreibt mal bitte irgendwie. Also diese Dinge waren damals mein Wegbegleiter, genau, Akustikkoppler. Schreibt mal rein in die Kommentare, wer ZDF Neues noch kennt und Christian aus dieser Fernseh-Erklärbär-Format kennt, was ich heute sehr vermisse. Ich war damals ein Riesenfan davon. Ich habe es also nicht verschlungen, aber das gibt es heute gar nicht mehr im Fernsehen. Also solche Internet-Erklärer fehlen irgendwo auch. Ja, das ist eine komische Geschichte. Das ist mittlerweile ganz woanders ausgelagert. Also zwei Dinge. Das eine ist, man muss zur Ehrenrettung sagen, es war ja ein Dreisat-Format. Also Dreisat war der Sender, der das eigentlich angefangen hat. Das ZDF ist dann draufgesprungen, aber eigentlich war es Dreisat. Das muss man mal sagen, die waren damals ein Kulturprogramm. Und das Allerbeste war, wir waren wirklich ein richtiger Quotenbrüller dort, weil es gab ja sonst nichts. Also die Menschen hatten ja sonst nichts. Das war für mich perfekt. Ich musste noch nicht mal gut sein, sie mussten trotzdem gucken. Aber das Entscheidende ist eigentlich, finde ich persönlich, in der Zeit damals war wirklich so, dieses Thema etwas visuell zu erklären, war ja nicht, es gab ja kein YouTube und so weiter. Das heißt also, visuelles Erklären war wirklich wichtig. Da waren ja so die Urväter, also die noch länger dabei waren, mal Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, im WDR, die haben immer so Sachen gebastelt irgendwie und gelötet und so. Das habe ich mal besser nicht gemacht, sonst hätte die Bude gebrannt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir, finde ich, heute nicht wirklich einen Mangel an solchen Formaten haben, sondern wir haben extrem viele, die aber halt alle über Suchmaschine, über YouTube laufen. Also wahrscheinlich wären wir damals, wenn wir bei YouTube gewesen wären, viral gegangen. So sind wir im ZDF viral gegangen. Ich kann mich erinnern, als wir dann die Sender, wir hatten ja mehrere Sendereien, Computershow, dann gab es den Anwenderkurs, das war wirklich so, wie macht man das Zeug und so. Also Word und Excel und eben Modems und so Kram. Und es war wirklich so, ich kriegte einen Anruf aus dem ZDF damals, also die ersten 3-4 Folgen sind gelaufen. Ich kriegte einen Anruf aus dem ZDF vom damaligen Programmdirektor namens Oswald Ring. Das ist so ein ganz hohes Tier damals beim ZDF gewesen. Und ich dachte zuerst, meine Redaktion will mich ein bisschen verscheißern, ne? Oswald Ring ruft mich an, nee, klar. Ja. Aber nein, er war es tatsächlich. Wir trafen uns dann, er wollte mich sehen und kennenlernen. Und was er wollte war, er wollte verstehen, warum, nachdem die ersten 12 Folgen, wir hatten Geld für 12 Folgen, vorbei waren, sie einen Shitstorm in Form von Briefen, Faxen und Briefen bekommen haben, warum das ZDF diese Sendung dann abgesetzt hat, die wäre so cool gewesen, die wäre mal so jung gewesen, die wäre mal so anders gewesen. Es gab wirklich einen richtigen Shitstorm und dann kriegten wir eine neue Staffel. Es gab aber auch Personen, die sich meldeten regelmäßig beim Intendanten und sagten, bei Ihnen im ZDF arbeiten 2 Leute, die müssen Sie rausschmeißen, die machen nur Mist. Also wir hatten beides irgendwie, das war eine spannende Zeit. Klasse, ja. Wahnsinn. Du bist ja jemand, der pendelt immer zwischen diesen Formaten. Auf der einen Seite halt Fernsehen vorproduziert, du machst auch viele Livestreams, du bist auch, hast du auch sowieso wie alle einen ganzen Tag Meetings. Hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, Mensch, da hängt wirklich das Herz am meisten dran? Bist du jemand, der sagt, nee, ich fühle mich am liebsten wohl beim Vorproduzieren und sagst, ich gehe ganz gerne auch in die hybride Welt, wo ich live gehe, aber meine vorproduzierten Inhalte in Livestream mit reinpacke. Fühlst du dich da auch wohl? Also die Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist, ich fühle mich überall wohl, wo es darum geht, Inhalt gut darzustellen. Mit welcher Form auch immer, ob das ein Podcast ist oder, also ich habe, keine Ahnung, 400 Bücher geschrieben, also mit Kollegen zusammen, also im ganzen IT-Erklärbereich so. Ich habe Podcasts gemacht, ich habe Radio gemacht, also ich habe überhaupt keine Medienform, wo ich sage, die ist es jetzt. Und die Frage ist, was ist der beste Weg, um eine Geschichte zu erzählen? Und insofern kann es der Livestream sein, es kann die Voraufzeichnung sein. Ich habe keine Prioritäten, wo ich sage, nur das macht mich glücklich, sondern ich habe Spaß an Medien machen, egal wofür. Hauptsache, es geht darum, einen Inhalt, eine gute Bühne zu bauen. Ich bin, so habe ich mich immer schon definiert, auch als Moderator, ich bin Bühnenbauer. Ich baue eine Bühne für Menschen, die dann dort einen möglichst optimalen Auftrittsraum vorfinden. Hervorragend. Das habe ich heute. Bitte, Alex.
Ja, nee, das ist ja genau, wollte ich sagen. Das ist ja im Rahmen gerade heute eine ganz besondere Phase eigentlich, ne, wo die Leute alle ins Homeoffice gekommen sind und dann im Grunde präsentieren sollen. Also bei mir war es ja genauso. Von Live-Auftritten vor Ort beim Kunden oder in großen Hallen plötzlich dann, jetzt machen wir das irgendwie alles remote. So, okay, aber wie soll das jetzt funktionieren? Und bin ich ja auch zu meinem ersten Studio gekommen. Nach 4 Wochen stand das Ding, weil die Form der Präsentation ist halt schon sehr wichtig dann auch einfach, ne? Ich glaube, dass, da muss man wirklich sagen, ist der Vorteil, 30 Jahre Bewegtbild gemacht zu haben. Ja. Ist etwas, was dir dann hilft, ganz viele Tipps und Tricks den Leuten zu geben, um sowas besser zu überstehen. Das fängt beim Technischen an, aber es gibt ja, das mache ich bei Stubenhocker regelmäßig, bei dem ganzen Format, Editorial Content, Editorial Reason, weil das ist mein Thema, redaktioneller Inhalt, versuche ich, dass die Leute auch selber eine Pause kriegen. Es gibt eine Folge, da empfehle ich, dass man zwischendrin, wenn man so ein Zoom-Meeting oder bei euch jetzt natürlich ein Teams-Meeting hat, dann sagt, liebe Kollegen, ihr müsst jetzt mal kurz nach, ich habe euch jetzt gerade, keine Ahnung, 8 Minuten lang was erklärt. 8 Minuten habe ich euch voll geballert mit Zeit, das muss man ja nicht so sagen, aber im Grunde ist es so. Ihr seid müde, ihr seid im 30. Meeting heute, Online-Meeting. Wisst ihr, was ich mache? Ich zeige euch jetzt meinen Wald draußen für 1 Minute, dann könnt ihr euch ein bisschen Gedanken drüber machen und vielleicht aufschreiben, was ihr euch als Takeaways mitnehmen wollt. Einfach Luft schaffen. Man schafft sich selber Luft, also du, derjenige, der präsentiert, aber auch die Zuschauer, und glaub mir, sie werden dich lieben dafür. Die werden nicht sagen, du hast meine Zeit verschwendet, sondern sie werden sagen, ja, das tut mir gut, dass ich im Moment runterkommen kann, weil du wechselst von einem Meeting zum anderen. Das ist nicht hilfreich und nicht sinnvoll und schon gar nicht fürs Verstehen und fürs Aufnehmen. Ich bin kreativ eine Flasche. Du kannst 2 Dinge tun. Du kannst was reinschütten oder du kannst was rauskippen. Das heißt, reinschütten, verarbeiten, rauskippen. Das ist okay, aber beides gleichzeitig, versucht es mal mit einer Flasche, geht nicht. Deshalb, man muss den Leuten Zeit geben, zu verstehen, was du eigentlich gerade von dir gegeben hast, gerade wenn es um Zahlen und Fakten geht. Ich habe danach noch ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, das finde ich sensationell, das muss ich mir auch zu Herzen nehmen. Meine Sendung oder das, was ich, wenn ich Workshops mache, die sind schon ziemlich voll geproppt. Ganz bisschen gehe ich schon in die Richtung, ich zeige dann in den Pausen ganz gern mal so einen Wald, der da einfach nur so steht oder eine Welle, Wellen am Meer, die sich einfach bewegen. Das heißt so, jetzt macht da mal nichts, macht auch nicht E-Mail, sondern guckt einfach mal 5 Minuten auf das Bild jetzt hier, damit ihr irgendwie runterkommt. Schon witzig, aber gute Tipps, ja genau, richtig. Das müssen wir machen. Das hilft sehr. Ja, Ragnar, das kennen wir auch, ne? Ein Meeting jagt das nächste und ich hatte heute auch wieder so ein Back to Back, genau. Ja, also. Ja, genau. Die Leute überstehen es nicht. Also ich will ein Beispiel, wenn ihr erlaubt, ein Beispiel beschreiben. Wir haben mal ein Format entwickelt vor vielen Jahren, das nennt sich Galileo. Ist ein Wissensformat auf ProSieben. Und im Rahmen dieser Zeit hatten wir eine brillante Idee. Experteninterviews fanden wir immer ätzend als Journalisten, weil wir sagten, die Experten, dann eiern die rum, dann kommen die ganzen Äs und dann kommen die ganzen Pausen und dann wiederholen sie sich und. Aber das ist alles Mist, wir machen das anders. Wir engagieren Schauspieler, wir scripten den gesamten Dialog zwischen Moderator und Schauspieler, holen wirklich nur die Assets raus, das, was die Leute wirklich wissen wollen. So, da haben wir so ein Ding gemacht, das war dann 3:30 auf den Punkt. Wir waren so happy. Das ist so toll, großartig. Das Wort mit G darf man nicht sagen, weil dann schaltet LinkedIn ja ab. Aber es war wirklich großartig, dachten wir. Dann ging das in den Zuschauertest. Es fiel sowas von durch, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil den Leuten die Pausen fehlten, um wieder zu synchronisieren mit dem Experten. Ihnen fehlte also dieses Verdoppeln oder dieses irgendwie den Faden verlieren und zurückkommen und so. Das haben die gar nicht mit. Die haben einfach abgeschaltet, haben überlegt, was hat er gerade gesagt. Und wenn wieder was kam, was sie verstanden haben, haben sie wieder synchronisiert. Also ihr müsst euch einen Talk vorstellen oder einen Vortrag vorstellen wie eine Bergtour. Und da schlagt ihr ja auch nicht alle 3 Zentimeter einen Haken ein, sondern da, wo es sein muss, da kommt der Haken hin, dass er nach oben kommt. Und das ist die Frage. Schafft diese Haken, Bild, diese Hooks, genau, ja. Und dann kriegt ihr eine ganz andere Art von Vortrag. Vergesst den Teil dazwischen, der muss noch und noch und noch mehr sein. Das ist nicht sinnvoll. Dann fragt der Matthias gerade, sind das wirklich echte Live? Natürlich sind meine 30 Monitore, die ich schon seit 300 Jahren habe, wie du unschwer erkennen kannst. Also ja, das sind alles meine Live-Monitore, weil ein Fernsehmann muss sowas haben. Sensationell. Was wir daraus lernen, ist, man braucht Struktur, man braucht Pausen, Struktur und die strukturellen Punkte, diese Knotenpunkte an den richtigen Stellen, sodass man wirklich sagt, jetzt habe ich eine Pause, wo ich eine Pause brauche und nicht von wegen, jetzt muss ich mal Pause machen, wo ich eigentlich noch 1/2 Kilometer weiter gehen könnte oder irgendwas. So als Beispiel.
Ich glaube da ganz fest Timing, daran. Also wir machen alles. Ja, wir machen, genau, also das ist ja der alte Witz bei Comedians, Timing ist alles, aber ich glaube da ganz fest daran, weil wir machen große Events, Parteitage, virtuelle Veranstaltungen, wir machen natürlich redaktionelle, klassische Filme, wir arbeiten für Kunden im Technologiebereich, im Pharmabereich und bei allen haben wir dieselbe Aufgabe. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen die Information auch mitnehmen können. Also bei Galileo haben wir damals gesagt, unser Ziel ist, dass mindestens 3 der Geschichten, die du gesehen hast, dass du sie am nächsten Tag in der Schule, im Büro oder in der Kantine nacherzählen kannst, weil Bilder drin waren, die du dir gemerkt hast. Die Bilder sind der entscheidende Punkt, um etwas wirklich deutlich zu machen für die Leute. Ja. Gibt es da nicht nur die Bilder, sondern auch noch die Art, wie die Story gebaut ist? Also das heißt hast du immer den gleichen Story-Aufbau? Es gibt ja unheimlich viele Story-Konzepte von der Heldenreise und so weiter. Hast du da immer wieder die gleiche Story, die du halt aufbaust? Oder variierst du auch in der Art und Weise der Story? Also die Heldenreise ist ein schwieriges Thema, weil die Heldenreise hat damit zu tun, dass du einem Helden bei etwas folgst. Wenn du redaktionellen Inhalt machst, ist eigentlich, also und der Held hat dann einen Weg, den er macht. Und du gehst mit dem Weg mit und sagst, das ist spannend, dem zu folgen. Du siehst auch die Veränderung des Helden. Also du siehst, wie er sich verändert. So. Der Trick ist jetzt eigentlich zu verstehen, dass dein Zuschauer bei einem redaktionellen Inhalt dein Held ist. Der hat am Anfang eine bestimmte Haltung und am Ende soll er sich verändert haben. Das heißt, dein ganzes Storytelling ordnet sich eigentlich dem unter. Nicht so sehr einer Heldenreise, die du machst. Also dein Produkt ist nicht der Held. Dein Produkt ist etwas... Es geht nicht um die Unterhaltung, sondern es geht um Lernen und so weiter, ne? Okay, ja. Du musst es verstehen. Ich muss dich mitnehmen. Also wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Dann habe ich nur gesagt, wir haben ein super neues Produkt. Das ist so geil, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist das Beste von allen und günstig ist es auch noch. Und ihr könnt es im Abo kaufen und das ist super. Das ist keine Heldenreise. Weil ich nehme euch ja nirgends hin mit. Ich knall euch Argumente vor den Kopf, die könnt ihr glauben und ich, also wo ihr gut lernen könnt, früher, als ihr noch raus durften, gab es vor Woolworths immer so Leute, die haben so Gurkenhobel oder sowas verkauft. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, die standen so vor so einem Laden und haben Leute angehört, da blieben Leute stehen und dann gucken die und dann hat irgendeiner dem die ersten 10 Euro gegeben und dann haben die nächsten 10 Euro gegeben und so hat er verkauft. Ich war der Typ, da war ich in der Schule noch, ich war der Typ mit den ersten 10 Euro, die habe ich vorher von dem Typen gekriegt und habe dann eine Beteiligung bekommen für das, was er verkauft hat, weil der Trick war, irgendeiner musste die ersten 10 Euro hergeben, dass die anderen verstanden haben, jetzt soll ich das kaufen, das Ding. Aber diese Gurkenhobelverkäufer, die haben nichts weiter gemacht und ihr könnt es heute sehen im klassischen Sales-TV, also in diesem Selling-TV, da wird aus einer Plattitüde aber einen Vorteil gemacht. Ich nehme die Menschen mit. Also wenn ich da sage, wir haben diese wunderbare Flasche und wisst ihr, da haben sich die Designer echt gedacht, das hier ist rund, weil wenn es eckig wäre, wird es wehtun in den Kanten. Und darum haben sich die Designer extra überlegt, dass dieser Flaschenhalt rund ist, weil so kann ich... Und seht ihr, es tut nichts weh, das ist super. Es ist natürlich Nonsens, weil es nicht wichtig ist. Aber wenn du es schaffst, den Vorteil zu erzählen als Geschichte, dann nimmst du die Zuschauer mit auf eine Heldenreise, weil plötzlich werden sie... Ich werde nie wieder eine Flasche angucken können, ohne nicht zu denken. Genau, plötzlich ist es wirklich so, dass du hast eine Idee davon, warum das rund ist und nicht eckig. Und wenn du irgendwas Eckiges kriegst, es gibt ja manchmal so Gläser mit so leichten Ecken, dann machst du Folgendes, sagst, das ist ja auch unangenehm, weil es ist dir vorher gar nicht eingefallen, dass das ein Problem sein könnte. Also die Bilder sind das Entscheidende. Ich habe vielleicht ein Beispiel mitgebracht, wenn ihr wollt, kann ich das zeigen. Gerne. Wir bereiten gerade vor für eine Konferenz, eine virtuelle Online-Konferenz für das österreichische Bundesministerium für Umwelt und Klima. Bereiten wir gerade vor so eine Talk-Reihe, wo verschiedene Gespräche haben. Wir machen die gesamte Konferenz, die wir abwickeln. Aber ein Thema dabei ist das Thema Landversiegelung. Da geht es darum, wie können wir... Ah, der Martin ist da. Hallo Martin. Gerade gesehen. Das heißt, da geht es wirklich um das Thema Landversiegelung. Da geht es generell um Energiewende, Mobilitätswende, aber auch um die andere Form zu bauen. Und ein Thema ist Landversiegelung. So, jetzt kann ich mich natürlich hinstellen, ich bin der Moderator dieser Veranstaltung auch noch, und sagen, meine Damen und Herren, Sie müssen einfach verstehen, jeden Tag werden in Österreich 13 Hektar an Land verbaut, versiegelt. So, wenn ich es mit dramatischer Stimme sage, dann sagen die so, oh ja, haben sie aber wahrscheinlich 20 Sekunden später vergessen, weil dann kommt nämlich ein langer Antwortsatz von einer Architektin, die was dazu sagt. Ich kann aber auch Folgendes machen. Ich kann eine PowerPoint hinsetzen, wo ich die 13 Hektar hinschreibe. Dann wird es schon mal ein bisschen präsenter. Das hilft schon mal. Es geht auch in einem Zoom-Meeting. Ich kann aber auch sowas zum Beispiel machen. Guckt euch mal das hier an.
So, ich arbeite mit einem Bild, 13 Fußballfelder, was sind 13 Hektar? Und ich erkläre es mit ein bisschen Zeichnung. Ich habe Zeit, mir das erklären zu lassen, und ich inszeniere es. Jetzt kann man sagen, das ist ja eigentlich schon mal ziemlich cool, das kostet ja Stunden. Nein, es gibt Tools, Online-Tools, mit denen könnt ihr sowas machen und total einfach. Das kostet dich wirklich nicht viel Zeit. Also das Ding jetzt zu machen, ich habe es kurz vor der Sendung gemacht, für euch jetzt eigentlich nur, also für die Veranstaltung mache ich das anders. Ja. Hat gekostet, aber gerne doch. Ist eine Flasche Wein wert am Ende, irgendwann mal, wenn wir uns sehen. Aber der Kernpunkt ist, ich habe gesagt, das geht, kostet eine halbe Stunde und das war's. Und jetzt pass auf, für die Moderation, für die eigene Moderation habe ich mir ganz was anderes überlegt. Und zwar mache ich das so. Achtung, Großbild und los geht's. Haben Sie das gewusst? Jeden Tag werden in Österreich 13 Hektar Land versiegelt. Einfach so. Da muss man sich fragen, was kann ich dagegen tun? Können wir was dagegen unternehmen? Ich denke, ja, oder? So, und jetzt kommt die Antwort der Architektin, die was dazu erzählt. Damit habe ich eine Bühne gebaut. Das, was ich vorhin meinte, ich bin Bühnenbauer. Ich baue eine Bühne für die Geschichte, die jemand danach erzählt. Und wenn der gut ist, dann prägt sich das ein. Die Leute werden es nicht merken. Und ja, ich zeichne sauschnell, Martin. Aber der Kernpunkt ist für mich persönlich einfach, habe ich etwas inszeniert. Und zwar nicht überinszeniert, es darf nicht zu fett sein, nicht unterinszeniert, es muss im Kopf bleiben. Und diese Drohne, dieser Drohnenflug, wo die Drohne weggeht, das kannst du mit jeder handelsüblichen Drohne heute machen, nennt sich dann irgendwie Droney, glaube ich. Das Ding fliegt weg und du machst deine Moderation und das war's. Also sehr viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Aber Christian, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich habe in diesem einen Jahr, in dem ich das jetzt mache, also ich glaube 16. 15. April war das erste Live-Ding, was ich gemacht habe und seitdem mache ich ja fast nichts anderes mehr. Ich habe riesen Respekt davor bekommen, solche Sachen zu produzieren. Ich wusste nicht, wie viel Aufwand das ist. Also wie viele Menschen bei Wetten, dass das machen müssen, dass das funktioniert, ist unfassbar. Und ich sitze Stunden und schneide irgendwas oder so. Und gut, jetzt bin ich auch nicht geübt da drin, aber ich habe unfassbar viel Respekt davor bekommen. Und wenn du das so raushaust... Tolle Assistenz, ne? Jetzt im Haus mal ein Lob an Christina. Ja, Christina ist genau, das ist meine Assistenz, die hat heute auch, die macht die Videos und das Ganze drumherum hier heute mit dabei. Schön, dass du dabei bist, Christina, vielen Dank. Genau, aber dass dieses Ganze drumherum so ein Aufwand bedeutet, deswegen, ich meine, wenn du das jetzt mit der halben Stunde machst oder ob du dich draußen aufs Feld stellst, da ist zeitmäßig jetzt schon ein Riesenunterschied, ne? Bei den beiden Videos, also, die du jetzt gehabt hast, ne? Also die halbe Stunde war dies, das ist ein Tool, das ist online. Man muss eines dazu sagen, ich glaube, der Kernpunkt liegt, dass du beim Denken des Programms schon über Effizienz nachdenkst. Also wie kann ich das gut und schnell produzieren? Wie viel Aufwand stecke ich wo rein? Das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, du musst Programm denken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt seid mir nicht böse, aber dafür gibt es Profis. Dafür gibt es Leute, die den Job machen. Und ich mache das ziemlich lang. Also bin ich auch relativ schnell da drin. Das heißt, das Tool ist für jeden da. Sowas wie Adobe Spark, mit dem ich so an den Textanimationen mache, ist auch für jeden sehr einfach zu nutzen. Das geht alles. Aber der Kernpunkt ist, habe ich eine gute Idee, überfrachte ich es nicht und mache ich es, nutze ich die Technik. Also die Drohne ist ja völlig irrelevant, wenn ich nicht über Fläche rede. Weil dass ich eine Drohne fliegen kann, interessiert keinen Menschen. Aber wenn ich sie so einsetze und plötzlich wird die Fläche groß, 3 Hektar, okay, 13 Hektar, das ist schon eine Menge. So, und jetzt die Drohne. Der Dreh selber kostete mich etwa eine Dreiviertelstunde alleine. Ich habe das alleine gedreht. Ihr habt vielleicht gesehen, da liegt sogar die Fernbedienung von der Drohne liegt noch zu meinen Füßen sozusagen. Der Drohne ist selbst, ich musste ungefähr timen, das waren so 30, 40 Meter. Also ich hatte ungefähr 13, 14 Sekunden für den Text. Dann habe ich ein Gerät gehabt, ein abgesetztes Gerät für den Ton, weil wenn die Drohne macht ja keinen Ton, also muss ich die beiden Sachen habe ich dann synchronisiert und zusammengesetzt und dann den Film gemacht. Dann habe ich mir auch die Straßenwalze am Anfang aus dem Stockmaterial gesucht und dann habe ich noch Ton drunter gelegt und das war's. So, das hat tatsächlich, dass es war, schon irgendwie anderthalb Stunden brauchst du, um das Ding zu machen. Aber jetzt zeige ich euch den Teaser, den ich für euch gemacht habe heute. Und der hat genau gekostet 20 Minuten. Und das ist dieser. Also wenn euer Hausnetzwerk, so wie hier, durch eine Türe einfach so ein bisschen rumgelegt ist, dann ist irgendwas fürchterlich schiefgegangen, so wie bei uns gestern. Da ist nämlich plötzlich ein Switch abgeraucht und schon hatten wir kein Netz mehr. Das ist schlecht und beinahe hätten wir es nicht mehr geschafft, noch rechtzeitig wieder online zu kommen. Haben wir aber. Und deshalb gibt es heute
hier vom Streamingplatz heute Abend ein paar Infos rund um das Thema Editorial Content und Editorial Reasons. Also, wie kann ich meine Online-Meetings ein bisschen besser gestalten? Was kann ich mit zusätzlichem Material vielleicht doch verständlicher, besser und spannender für die Leute rüberbringen? Darum geht es heute Abend in der Alex und Ragnar Show und ich freue mich schon drauf und vor allen Dingen freue ich mich, dass wir es geschafft haben, rechtzeitig das Netz wieder zusammenzustöpseln, damit ich auch dabei sein kann. Bis dann! So, und jetzt seid ihr bei eurer Heldenreise. Jetzt seid ihr an dem Punkt, nicht ich, der Held, sondern ich sag den Zuschauern, hey, das war echt gar nicht so einfach, heute online zu sein. Und das habe ich gemacht mit einer Einstellung, das, sage ich mal, hat mich gekostet, oben kurz mal in die Kamera erzählt, da wo dieses Kabel, das ist nämlich wirklich passiert, was ich gerade erzählt habe, das Kabel, die Idee zu haben, ich stelle mich an ein Kabel, das an einer ungewöhnlichen Stelle hängt, wo man es normalerweise nie hängen würde. Der zweite Punkt, ich setze mich hierher, mache den Abschluss dieses Satzes und schon habe ich Abwechslung drin. Insgesamt Drehzeit eine Viertelstunde, schneiden 20 Minuten, wenn es hochkommt, rausrechnen, fertig werden, das war's. Also man kann viel machen und es ist manchmal wirklich völlig ausreichend, wenn ihr nur mit eure Kamera, euer Handy nur nehmt und irgendwo in die Kaffeeküche geht und sagt, so liebe Kollegen, übrigens, jetzt gibt es eine kleine Kaffeepause. Auch das schafft Sympathie, nimmt die Leute mit auf eure Reise, weil ihr sympathisch seid, weil ihr freundlich seid. Und die Konsequenz ist, euer Inhalt schafft es besser aus der Türe. Und nur darum geht es. Baut diese Bühnen, baut die Momente und in der Kaffeeküche mit seinem Handy gehen kann jeder, da musst du gar nichts schneiden. Da musst du einfach nur dieses Video reinpacken. Das ist aus meiner Sicht das Um und Auf, wie man so schön sagt, was hilft, wirklich gute Geschichten zu erzählen. Und vielen Dank übrigens für die vielen Lobeshymnen, die ich gerade so am Monitor sehe. Dankeschön, freut mich, wenn ich euch immer noch ein bisschen weiterhelfen kann. Ja, da fragen sie jetzt alle schon, wie das Scribble-Tool heißt, was du da genutzt hast. Und das heißt Doodly. Doodly. Das heißt Doodly, also Doodly. Aber denkt daran, das ist nur ein Mittel. Wenn ihr das andauernd einsetzt, verschleißt es sich auch. Also jeden Tag Schokopudding ist auch nicht der Wahrheit letzter Schluss. Also dementsprechend achtet darauf, dass es einsetzt, wenn es Sinn macht. Das hat zwar Varianten, wie man es benutzen kann, aber ganz klar, es ist kein Dauermittel. Ihr könnt die verschiedenen Techniken einsetzen. Euer Selfie-Video gepaart mit einer anderen Optik, gepaart mit ein bisschen Einspieler, gepaart mit einem Stück Wald, was du gerade gesagt hast, irgendwie, Alex. Das alles funktioniert und die Menschen werden euch super dankbar sein, weil sie diese redenden Köpfe echt bis hier haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich muss ja immer ein bisschen auf die Uhr gucken und jetzt ist mal ein bisschen die Frage, du hattest noch ein bisschen was mitgebracht, glaube ich, was du uns zeigen wolltest, ne? Also das, was ich so hatte, also ein typisches Beispiel, wo es wirklich aufwendig wird, das ist tatsächlich die Stubenhocker. Da mache ich mir echt viel Arbeit, weil, das ist interessant, ich diese Videos auch einsetze, um zum Beispiel bei Kundengesprächen ein Thema deutlich zu machen. Nehmen wir ein Beispiel, das vielleicht der eine oder andere gesehen hat, die Audiohölle, das war ein großer Brüller. Da ging es um das Thema, was muss ich denn für Audio tun, für gutes Audio, zuerst im Studio. Und dann kamen ganz viele Nachfragen, wie mache ich denn das, wenn ich draußen bin? Und dann habe ich dieses kleine Intro gezeigt. Ich zeige euch schon, ja, Martin, genau, allein schon der Ortswechsel bei der Aussage bringt eine Menge, auch mal ungewöhnliche Haltung einnehmen. Das sagt der Martin Goldmann, bei dem könnt ihr übrigens lernen, wie man ordentlich mit dem Handy selber dreht, aber das ist eine eigene Geschichte. So, ich zeige euch mal kurz dieses Stückchen Film, nur den Anfang. Wenn man Audioaufnahmen... Halt, das war nicht der Anfang, Moment. Und jetzt... Hallo und herzlich willkommen, diesmal aus der Audio-Wüste. Hier ist es eisig und kalt und hallig und noch dazu windig. Also alles, was man nicht haben will, wenn man Audioaufnahmen draußen macht. Aber es war euer großer Wunsch. Ihr wollt was haben zum Thema Audio, wenn man draußen ist. Und das machen wir jetzt auch. Und dementsprechend würde ich sagen, wir gehen wieder rein ins Warme, wo es ein bisschen angenehmer ist. Und da gibt es die nächste Folge von Editorial Reason. Oh. Okay, so jetzt aber genug mit Kälte. Obwohl jetzt
So, das nur mal so als Idee, da sitzt du dann schon mal irgendwie eine Stunde an der Nummer oder auch zwei, um das alles zusammenzubauen, die richtigen Elemente zu holen und diese Idee durchzuziehen. Gleichzeitig, warum habe ich das gemacht? Weil es mir wichtig war, den Leuten einfach zwischen draußen und drinnen einen richtigen Unterschied zu schaffen. Und dann gibt es noch einen anderen Trick, den ich total wichtig finde, der eigentlich gar kein Trick ist, der ist einfach nur die bittere Wahrheit, nämlich dieses Thema Show, Don't Tell. Ich zeige euch noch einen kleinen Ausschnitt. Ihr könnt den Leuten alles sagen, aber je mehr ihn zeigt, umso besser verstehen sie es. Da ging es jetzt um das Thema, was mache ich eigentlich, wenn, also wie verändert sich der Ton draußen, wenn ich weg muss? Und das ist das Beispiel, fängt jetzt mitten im Film an, bitte nicht böse sein. 3, 2, 1, dann anfangen zu sprechen. Meist reicht das, um die Automatik auszutricksen. Es gibt aber noch ein anderes Problem, das Bild-Ton-Paradoxon. Um euch das zu erklären, na gut, gehen wir noch mal raus ins Kalte. Ein großes Tonproblem kann die Bildidee sein, weil wenn man so nah dran ist an der Kamera wie jetzt, dann ist eigentlich kein Problem, dass man den Ton auch gut kriegt und einen schönen Aufsager machen kann. Aber wenn man gerne möchte, dass der Zuschauer ein bisschen mehr von der gesamten Umgebung sieht, dann ist man weiter weg von der Kamera. Und dann wird der Ton von der Kamera natürlich zu schlecht. Was für Lösungen gibt es? Ganz einfach. Möglichkeit 1. Man nimmt ein kleines Ansteckgerät, das kaum auffällt, das aber den Ton mit dem Sprecher mitschickt, weil es nämlich hier lokal aufgezeichnet wird auf einem kleinen eigenen Gerät. Oder Möglichkeit 2. Ihr benutzt irgend so ein Diktiergerät, wo ihr einen Puschel drauf macht, dann könnt ihr da reinsprechen und den Ton später synchronisieren. Das kann ein Diktiergerät sein, es könnte aber auch genauso gut ein Smartphone sein. Hauptsache keine Windgeräusche. So, das nur mal so zum Verständnis. Was ich gezeigt habe, ist, was wirklich passiert. Ich habe die Untertitel eingeblendet. Es wurde plötzlich klar, ich komme in Schwierigkeiten, wenn ich weggehe von der Kamera. Und das ist ein Punkt, den die Leute nicht bedenken, weil sie ja sich selber genauso laut hören. Und ich erinnere an den Melittermann. Gut, wenn das Thema spannender ist als das vom Melittermann, Stefan, dann bin ich völlig glücklich. Das ist völlig okay. Und ich trinke auch gerne Kaffee, aber keinen gefilterten. Ich habe eine wunderbare Kaffeemaschine. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, ein anderes Thema. Also das so mit dem Show, Don't Tell. Also zeigt den Leuten, was ihr meint. Wenn ihr also zum Beispiel in Teams zeigen wollt, was etwas kann, dann zeigt, wie es ist, wenn es das nicht kann. Zeigt den Leuten zuerst, was das Problem ist, weil dann haben sie viel mehr Lust auf die Lösung. Das ist natürlich für euch, und das ist der wichtigste Trick, den ich euch mitgeben kann, das geht nur, wenn ihr einen Plan habt, eine Struktur, eine Idee davon, was erzähle ich, wie baue ich die Bühne für diese Lösung, die Microsoft Teams macht. Und jeder gute Verkäufer macht das in Wirklichkeit genauso. Ja, sehr schön. Christian, jetzt muss ich kurz fragen, Ragnar, hatten wir noch was auf der Agenda? Denn ich gucke immer schon ein bisschen so schiele dahin. Sonst komme ich wieder, lass mal den Andreas auf die Bühne. Wir könnten dir stundenlang, glaube ich, zuhören. Kommen hier wirklich Nachfragen, ob wir mal krass überziehen, heute schon drauflegen, genau. Ja. Freut uns jedenfalls so sehr, dass das Thema toll ankommt. Bei mir hat das auf jeden Fall schon stark gefruchtet. Ich habe jetzt mittlerweile hier solche ganz, ganz kleinen Kameras mit mir in der Hosentasche, die ich immer so rumtrage und einfach von überall aus Content generieren kann, weil ich einfach immer neue Perspektiven möchte. Und diese kleinen Minikameras hier, die kann ich überall irgendwo per Magnet dran machen, die mich dann wiederum filmen können. Also ich bin jetzt echt ein großer Fan geworden, einfach die Perspektiven zu wechseln, ungewöhnliche Einstellungen zu haben. Und da hilft solche kleinen Sachen viel besser, die man immer in der Hose mit sich rumtragen kann. Ja, absolut. Da schon. Wie ist ich habe mit dem Martin Goldmann eine Radreise gemacht. Da sind wir wirklich mit dem Rad auf der Geschichte der Digitalisierung gefahren. Martin war so der Erste, der mit mir zusammen dann diese Livestreams aus Hotelzimmern gemacht hat. Da haben wir auch Fotos tagsüber gemacht, haben die Fotos eingespielt. Wir haben abends im Hotelzimmer live gestreamt, haben Gäste zugeschaltet. Das ist, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 2016 oder sowas war das so. Wir machen das schon eine ganze Zeit lang vor Corona. Und da muss ich wirklich sagen, da ist dieses Kleine mit dem Handy schnell was filmen einfach total super, weil du den Leuten was zeigen kannst, was du sonst einfach nur mühsam beschreiben musst. Und da finde ich wirklich, wenn du sagst, es war eine tolle Stimmung heute und du hast ein paar Bilder aus dem Biergarten, zeig sie in Gottes Namen. Du hast ja, du hast das Handy dabei oder deine kleine Taschenkamera oder irgendetwas.
Du hast aber auch noch ein bisschen was zur Technik, ne? Ich habe hier noch so ein Thema NDI stehen. Ja. Finden wir auch ganz spannend. War ja eben schon die erste Frage dazu. Thema OBS ist ja schon aufgekommen eben gerade von Florian. Ja, wie ist es damit? NDI, also, hast du das Florian, im Einsatz? Machst du damit was? Gut, genau, ohne Christian würde Martin immer noch eckige Wasserflaschen verkaufen, das ist wahr. Nicht OBS, ich benutze vMix. DJI Pocket ist auch super, ja. Ich benutze vMix, das ist eine Kaufsoftware, die kann man auch sehr günstig schon erwerben, die benutze ich. Also ja, da ist ein Regiesystem im Hintergrund. Wir haben insgesamt 3 Setups. Ich habe ein großes Regiesystem, das, was ihr vorhin in dem Einspieler gesehen habt. Das ist dann wirklich für fixierte Situationen, wo ich PTZ-Kameras habe, also Kameras, die sich rauf, runter, links, rechts bewegen auf Knopfdruck. Das hat den Vorteil, dass ich keine Kamerakollegen brauche, um das zu machen. Das ist so eine Art ZDF-Heute-Studio, also grüne Hölle für Arme. Dann gibt es die zweite Abteilung, das ist wirklich das Mobile, das ist auf einem Gaming-Laptop, weil die Dinger brauchen schon Saft. Da hast du dann gute Webcams dabei, mit denen kannst du auch schon allerhand machen und live gehen. Zum Beispiel beim Truck Grand Prix machen wir das häufig oder so in dem Dreh, wenn du nicht so lange Zeit hast zum Aufpassen. Oder Digitalgipfel der Bundesregierung, wenn wir da berichten, machen wir es immer mit einem kleinen Studio. Und dann gibt es noch ein Mini-Studio, das ist wirklich, das passt in so einen Fotorucksack. Das sind 2 Kamerasysteme mit einem iPad als Switcher, geht allerdings nur auf iOS. Und damit kann ich mich auf dem Bistrotisch aufbauen. Wir haben oft Kundensituationen, wo die Kunden bei Veranstaltungen sind, also jetzt im Moment gerade nicht so, aber bei Veranstaltungen waren und irgendwann wieder sein werden. Da haben die halt irgendwie so einen Stand mit einem Roll-Up, möchten aber von dort auch was machen, um einfach die Arbeit, die sie sich gemacht haben, sozusagen zu verlängern online. Das ist ja oft der Wunsch. Du machst dir einen riesen Hallas, um jetzt bei so einer Jobmesse dabei zu sein oder sowas und möchtest eigentlich, dass mehr Leute sehen als nur die, die da reinkommen. Und dann ist halt die Frage, habt ihr sowas Kleines, so für einen halben Tag? Und das ist dann eben dieses kleine Rucksackstudio, das sind 2 iPhones, das ist ein iPad, passt alles da rein und da kann ich im Notfall 2 Stunden sogar ohne Stromanschluss senden. Einziger wichtigster Trick, wenn immer ihr live geht irgendwo, bringt euer eigenes Netzwerk mit, weil die Messenetzwerke oder was auch immer es gibt, sind ganz toll, bis alle kommen. Dann werden nämlich ganz voll statt ganz toll. Ja, das glaube ich. Ja, sehr schön. Und immer Kabel. Christian, unsere Zeit ist schon ein bisschen abgelaufen, aber du hast schon angekündigt, du kommst auch gern nochmal wieder. Ich bin mir ganz sicher, du könntest unendliche Geschichten erzählen und vielleicht auch noch mehr Tipps für uns, vielleicht auch für den einfacheren Nicht-Profi mitbringen, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe ja auch schon letzte Woche zu dir gesagt, wenn ich so an mein Videostudio denke, was wir da jetzt aufbauen, dann hätte ich dich wahrscheinlich auch mal gut fragen können. Vielleicht komme ich da nochmal auf dich zu. Das ist bestimmt auch den einen oder anderen Tipp für uns. Ja, gerne. Und an der Stelle also sei ganz, ganz herzlich bedankt, dass du da heute Abend dir die Zeit genommen hast. Du hast sehr viel positives Feedback, wie ich dir hier nochmal gerade einblenden kann. Dankeschön. Und genau, man kann dir sehr, sehr gut zuhören und es ist ganz toll gewesen, dass du dabei gewesen bist. Macht es gut, vielen schönen Dank. Abend noch für alle und frohe Ostern und lasst euch nicht verscheißern noch die letzten paar Stunden. Ja? Frohe Ostern, mach's gut, Christian. Dankeschön. Ne? Tschüss. Ciao. Ja, zack. Achso, muss ich mal die Ansicht hier ändern. Da sind wir schon im nächsten. Mit den Hufen. Die Powerplatte ist schon aufgewärmt. Hallo, Andreas. Ja, moin. Hi. Schöne Grüße aus Schleswig-Holstein. So, ich muss mal gerade hier durchgucken. Wir haben noch ein paar Rückmeldungen hier. Der Matthias hat einen ganz langen Text geschrieben, ich muss es mal lesen. Man muss ja immer erst mal lesen, bevor man einblendet, weil man weiß man ja gar nicht, was die Leute manchmal schreiben. Wie war das hier? Gibt es eigentlich irgendeinen Hardware-Mischer, ähnlich dem AT Mini mit USB-Webcams funktioniert? Ich kann mir eine Softwarelösung OBS nicht recht anfreunden. Puh, das weiß ich gar nicht. Das ist eine ganz schwierige Frage. Gar keine Idee. Würde ich gerne sofort beantworten, weiß ich aber wirklich nicht. Ich kenne auch nur die HDMI-Mischer. Ja, ja Ragnar, wir haben noch irgendwie was ausgelassen. So, sonst blend mich nochmal aus. Ja, genau. Noch mal rein. Wir machen nochmal eine eigene Sendung mit NDI. Genau, das ist. André, wir müssen das, wir holen das nach. Genau, wir brauchen ja nochmal Content. Doch, kein Problem, ich hole das wieder wenn Studio, auf. Wenn das Studio vom Alex steht, dann machen wir das auf jeden Fall nochmal eine eigene Sendung. Ja, genau. Ich spreche ein bisschen schneller und dann geht das. Nein, nein, alles gut. Wir haben uns ja auch sehr, sehr auf dich gefreut oder wir freuen uns sehr auf dich und den Content, den du uns heute wieder mitgebracht hast. Ich muss wieder mit einem Auge ins Gewinnspiel gucken. Heute haben wir ein richtig cooles Gewinnspiel und ich sehe gerade, es haben auch ziemlich viele mitgemacht. Wir haben heute auch viele, viele Zuschauer dabei. Das ist auch sensationell.
Ja, ich würde das spontan mal dir das Wort einfach übergeben. Vielen Dank. Stage is yours. So, ja, herzlichen Dank. Das geben kann. Mich. Danke. Ist schon wieder 2 Wochen her, seit meinem letzten Fall. Die sind wie im Flug vergangen. Heute 1. April. Von mir kein April-Scherz. Also ist alles kein Fake oder so. Das machen wir natürlich, wie sich das gehört. Heute das Thema aus der Community tatsächlich. Digitaler Rechnungseingang habt ihr wahrscheinlich auch alle irgendwie miteinander zu tun, dass ihr jegliche Rechnung, Belege in irgendeiner Form gerne alle möglichst digital haben möchtet. Und ich zeige euch jetzt mal einen sehr, sehr einfachen und sehr schnellen Prozess, wie man das mit Microsoft 365 sehr schön digitalisieren kann. Also für alle, die mich noch nicht kennen, das bin ich, dürft euch gerne mit mir vernetzen auf LinkedIn. Ich bin ein bisschen länger schon unterwegs in der Microsoft 365-Welt, mache das auch beruflich. Von daher, wer Bock hat, kann sich gerne mit mir vernetzen über LinkedIn und dann geht's los. Okay, was haben wir? Also der Status quo ist folgender. Wir haben halt, wie das kennt ihr wahrscheinlich alle, Buchhaltung Marke Schuhkarton, beispielsweise Rechnungsbelege, also die kommen entweder beispielsweise über Papier, das gibt's ja heute auch noch, es gibt Menschen, die arbeiten mit Papier, analog, per E-Mail kommen die rein von irgendwelchen Lieferanten oder so, dann gibt's noch bestimmte Cloud-Verfahren, wie in der Versicherungswirtschaft beispielsweise Easy Login, das sind bestimmte Postfächer, auf die man dann erst über eine Zusatzsoftware zugreifen muss, dann kann man sich das Ganze downloaden und dann hat man beispielsweise eine PDF-Rechnung bekommen, D-Mail beispielsweise ist auch so ein Dienst, das ist ja, den muss ich separat öffnen. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Systeme. Fox Pro, wie die heißen, keine Ahnung. Dann kann es auch sein, dass ihr mittlerweile ja auch Rechnungen über Teams bekommt oder über OneDrive, SharePoint, also sprich, eure Lieferanten liefern euch das in euren Tenant schon über Teams oder ihr seid als Gast in einem anderen Tenant unterwegs und. Da gibt's ja die wildesten Konstrukte, wie man heute seine Rechnungsbelege bekommt. Das ist quasi der Status quo. Und wir wollen, genau das Problem ist, wir müssen das natürlich alles in irgendeiner Form wieder händisch zusammentragen, weiterverarbeiten. Wir haben keine zentrale Erfassung und das ist natürlich alles unbefriedigend. Was ist die Zielsetzung? Wir wollen eine digitale Rechnungserfassung haben. Die Belege sollen natürlich alle komplett zentral abgelegt werden. Also egal, wo sie herkommen, sie sollen zentral gesammelt und abgelegt werden, sodass entweder beispielsweise der Steuerberater direkt darauf zugreifen kann, indem wir dann zum Beispiel eine Freigabe erteilen oder dass, wenn wir es intern machen, eine zentrale Stelle haben, um alle Belege entsprechend weiter zu verarbeiten. Dann wollen wir einen Prozess haben, den wir vielleicht auch jederzeit erweitern können, also sprich adaptieren können, wenn es neue Funktionalitäten gibt oder neue Anforderungen, dass wir die entsprechend dann dort mit einbauen können. Wie habe ich das umgesetzt? Wie immer gibt es ganz, ganz viele Wege, sowas zu machen. Meiner ist nicht der richtige Weg oder ein falscher Weg, es ist einer von vielen. Ich fand ihn sehr einfach. Es gibt aber natürlich noch ganz, ganz viele andere Wege. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Und mit Sicherheit gibt es vielleicht auch immer noch Wege, die einfacher sind oder schneller. Das soll natürlich euch nur eine Anregung sein, euch selber kreativ zu beteiligen, eine Anregung zu sein. Wie könnt ihr das vielleicht bei euch zukünftig umsetzen? Also, was habe ich in meinem Prozess jetzt konkret gemacht? Ich habe zunächst einmal ein freigegebenes Postfach angelegt in Exchange. Das ist unsere zentrale Verarbeitung aller Belege. Also alles, was in irgendeiner Form mit einem Rechnungsbeleg zu tun hat, kommt in dieses Postfach. Entweder direkt über einen Lieferanten, indem ich sage, bitte schick deine Rechnung an dieses Postfach. Oder aber, wenn ich ein Multifunktionsgerät habe, wo ich Belege einscanne, dann lasse ich die an dieses Postfach senden und auch dann gehen sie in diesen Verarbeitungsprozess mit ein. Oder ich leite einfach E-Mails an dieses Postfach weiter. Wie auch immer, ich muss also Sorge tragen, dass in dieses Postfach alle Belege irgendwie reinkommen, als E-Mail mit Anlage und so weiter. Natürlich ist bei Mr. Power Magic auch immer irgendwie Power Automate dabei. Sprich, wir haben im Hintergrund einen Flow angelegt, der diese eingehenden E-Mails dann entsprechend verarbeitet.
anhand von Bedingungen werden Rechnungen verarbeitet, sie werden abgelegt, die E-Mail wird als gelesen gekennzeichnet, sie wird entsprechend in einem Ordner abgelegt und natürlich wollen wir auch eine Benachrichtigung in einem bestimmten Team. Das könnte jetzt bei einem Kunden ein Buchhaltungsteam sein, dass dort dann eine entsprechende Adaptive Card als Benachrichtigung aufploppt. Hier ist ein neuer Rechnungsbeleg und komfortabel, wie es sein soll, soll man natürlich dann direkt über diese Adaptive Card auf diesen Beleg zugreifen können. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal in der Demo an. Ich habe da mal was vorbereitet. Und am einfachsten ist es, wenn wir mal sagen, ich habe hier mal eine E-Mail vorbereitet, bin jetzt mal ein Lieferant und schicke diese E-Mail an das Rechnungspostfach. Da ist ein PDF mit dran, da ist die Rechnung dran, kurzer Text noch, sage jetzt einmal senden und dann schauen wir uns mal an, was passiert. Dazu springe ich mal in den Browser und ihr seht, ich bin hier in meinem freigegebenen Postfach. Dort ist gerade die E-Mail angekommen. Sie ist hier eingegangen. Ihr seht, da ist das PDF mit bei und im Hintergrund, ich hoffe, es funktioniert, während ich euch das erzähle, sollte dann der Workflow entsprechend vollautomatisch stattfinden und gleich sollte diese E-Mail dann auch nicht mehr dort sein. Ich hoffe, der Demo-Gott macht mit. Schauen wir mal. Schauen wir uns den Flow mal an. Was ist hier los? Test fehlerhaft. Das ist ja interessant. Hier passiert gar nichts. Was ist denn jetzt los hier? Das ist der Demo-Gott. Ich werde verrückt. Jetzt passiert doch gar nichts. Braucht er etwa noch? Ah, er wird ausgeführt. Ich werde verrückt. Gott sei Dank. So, und ihr seht, Power Magic, die E-Mail ist weg. Was ist passiert? Wir haben sie hier jetzt in unserem Ordner Ablage Rechnung. Dort ist sie jetzt aufgetaucht. Und sie ist als gelesen markiert. Genau, der Flow wurde ausgeführt und wir schauen uns jetzt mal genau an, was dieser Flow eigentlich konkret macht. Und bitte denkt immer dran, das soll euch nur eine Anregung dienen, wie ihr es an eure Bedürfnisse anpassen könnt, um es dann zukünftig entsprechend anders zu machen. Sorry, kannst du das ein bisschen größer machen? Ich habe es schon auf 125%. Aber ich kann es natürlich noch größer machen, auf 150. Jetzt, super. So, danke. Besser? Ja, viel sehr besser. Gerne. Schauen wir uns noch mal eben kurz in Teams an, was ist hier passiert. Das ist natürlich auch sehr klein. Kann ich das ja auch größer machen? Ich wollte es gerade sagen, aber kannst du es ein bisschen größer machen? Irgendwie passiert hier nichts. Ich habe es schon größer gemacht. Hier steht, neuer Rechnungsbeleg eingegangen. Wie ist der Name des Dokuments? Und hier habe ich einen Button zum Beleg. Und wenn ich dort draufklicke, dann öffnet sich mein Browser und ich lande direkt in meinem Rechnungsbeleg, wie ihr seht. Also direkt in meiner SharePoint-Dokumentbibliothek, wo dieses Dokument abgelegt wurde. Vollautomatisch, wie gesagt, kann ich dann direkt aus Teams heraus, zum Beispiel aus dem Buchhaltungsteam, dann zu diesem Beleg springen. Okay, schauen wir uns mal schnell an, was macht dieser Flow eigentlich? Relativ simpel, wie der Name schon sagt, wenn eine neue E-Mail in diesem freigegebenen Postfach eingeht, da gibt es noch ein paar erweiterte Option, die ich hier angeklickt habe, nämlich nur für das gilt nur für E-Mails, die eine Anlage haben. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn da irgendwie eine Spam-E-Mail reinkommt, dann passiert da nichts. Und ich habe hier jetzt mal gesetzt, in dem Betreff muss der Filter sein. Es muss irgendwie, ja, Surface Hub habe ich leider nicht. habe ich noch kein Demo-Gerät bekommen, muss ich mal mit Arik sprechen, vielleicht hilft das. In dem Betreff sollte irgendwie das Wort Rechnung vorkommen, dann wird dieser Flow ausgelöst. Was passiert dann? Wenn diese Bedingungen geknüpft sind, dann werden, es kann ja auch sein, dass ich beispielsweise eine E-Mail bekomme, wo zwei oder drei Rechnungen dranhängen, dann wird Folgendes gemacht, alle Anlagen werden erstmal gescannt und es wird geprüft, ob die Anlage ein beispielsweise in dem Fall, hier habe ich es festgelegt, eine PDF ist. Also nur dann, wenn dieses Dokument ein PDF-Dokument ist, geht der Flow weiter. Wenn ja, dann speichert er die Anlage
in einem bestimmten, in der entsprechenden Dokumentenbibliothek, in dem entsprechenden Kanal. Und wie heißt das Ding? Und was ist der Inhalt? Das übernimmt er dann als aus den Anlagen von der E-Mail. Dann müssen wir, wenn er diese Datei angelegt hat, müssen wir nochmal die Dateieigenschaften abrufen. Warum? Erst nachdem die E-Mail die Datei angelegt wurde in der Bibliothek, wissen wir auch den Link zu diesem Element. Und diesen Link zum Element brauchen wir ja für unser Adaptive Card, damit wir den hier in unseren Button legen können, damit, wenn die fleißigen Bienchen aus der Buchhaltung auf den Button klicken, natürlich auch entsprechend in der Bibliothek landen. Wenn nein, haben wir nichts. Und danach soll die E-Mail natürlich als gelesen markiert werden. Und anschließend, last but not least, soll diese E-Mail dann in den Ordner Ablage Rechnung abgelegt werden. Das ist die große ganze Magie gewesen. Relativ simpel. Und wenn ihr das jetzt mal auf eure eigenen Prozesse ummünzt, wie gesagt, das soll euch eine Anregung sein. Es gibt hier noch die Möglichkeit, ach, das habe ich ja hier noch in der PowerPoint. Dafür haben wir sie ja. Das war jetzt schon ein zu weit. Eieiei. Hoppala, wo ist denn meine Folie? Die hat er gar nicht eingeblendet. Okay, dann muss ich euch das so erzählen. Guck mal, hier ist sie. Es gibt zum Beispiel ganz, ganz viele tolle Leute in der Community. Unter anderem einen möchte ich hier kurz erwähnen. Das soll jetzt nichts ihn hervorheben, den Florian. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen in der Community. Aber in dem Fall möchte ich den Florian Kleins mal kurz vorheben. Ich habe dazu mal einen Shortlink erstellt. Das ist ein Artikel von ihm auf LinkedIn. Und Florian hat in einer Sendung mal Community-Sendung ein Mini-CRM über die Power-Plattform erstellt. Relativ schmal, sehr einfach, ganz schnell gemacht. Genau, danke Tobias. Das heißt, ihr könnt mit sehr geringem Aufwand sehr schnell ein Mini-CRM für euch selber erstellen und könnt dort diesen Rechnungsworkflow beispielsweise mit integrieren. Dann eben das, was der Tobias auch geschrieben hat. Ihr könnt beispielsweise auch die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz aus Azure nutzen und Belege, genau, danke Florian, Belege, beispielsweise Rechnungsbelege an Azure schicken. Die werden dann gescannt und analysiert und die künstliche Intelligenz in Azure extrahiert die wesentlichen Parts aus der Rechnung, beispielsweise Rechnungsbetrag, Überweisungs-, IBAN, Rechnungsnummer und so weiter, gibt euch diese Werte als eigenständige Daten zurück und ihr könnt die dann entsprechend weiterverarbeiten. Könnt sie direkt an die Banksoftware geben beispielsweise. Das machen ja heute, wenn ihr gängige Banking-Software auf dem Smartphone nutzt, könnt ihr auch eine Fotoüberweisung machen. Dann macht ihr ein Foto von der Rechnung. Da passiert im Hintergrund nichts anderes, als dass da eine künstliche Intelligenz das ganze Ding durchscannt und euch die entsprechenden Werte schon in die Felder vorab in die Überweisung ausfüllt. Wir können hier die Ablagelogiken entsprechend anpassen. Wir haben bei einem Kunden beispielsweise in dem freigegebenen Postfach verschiedene Ordner angelegt für die Lieferanten. Lieferant A, B, C und D. Und je nachdem, entweder anhand der E-Mail-Adresse oder anhand des Betreffs, konnte man halt dem Flow sagen, wenn die E-Mail von dem kommt, dann leg die E-Mail bitte in dem Ordner sowieso ab, sodass dort auch schon direkt in dem Postfach eine Struktur erscheint, beziehungsweise die E-Mail wird dann in einem separaten, nicht die E-Mail, die Anlage, die Rechnung, wird dann in einem separaten Unterordner in SharePoint abgelegt, sodass man dort schon eine gewisse Struktur hat. Also nehmt das als Anregung. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ich hier einsetzen kann, um meinen eigenen Workflow, Rechnungsworkflow, Buchhaltungsworkflow zu vereinfachen. Es muss nicht zwingend immer die High-End-Software sein oder die teure Lösung mit der Belegerkennung. Aber auch über diesen Weg kann ich schon sehr schnell sehr meine Arbeit vereinfachen. Und damit bin ich dann schon wieder durch. Wenn ihr selber einen Fall habt, ihr Lieben, tragt ihn gerne ein. Jetzt kommt's, genau. Gebt mir die Möglichkeit, dass ich euren Fall lösen soll. Und ja, vielleicht ist er dann nächstes Mal in der Sendung. Herzlichen Dank.
Ja, Mensch, klasse. Dankeschön, Andreas. Das war ein ziemlich cooler Vortrag. Demo Gott, ich habe noch die Daumen gedrückt zwischendurch. Aber, das gibt's doch nicht, oder? Ich habe gedacht, der will mich jetzt echt veräppeln, aber es war alles gut. Gott sei ja, Dank. Das gehört einfach dazu. Ich versuche ja auch immer Demos zu umgehen und irgendwie nicht live zu machen, aber hat er gut funktioniert und ja, ich komme auf jeden Fall drauf zurück, denn ich fand es ziemlich spannend und ich glaube, das können wir bei uns auch gebrauchen, sowas. Von daher. Ihr könnt mich auch buchen. Ach so. Gut, dass du das nochmal dazu gesagt hast. Das ist jetzt Community oder so. Ja, sehr cool. Irgendwo müssen wir natürlich, ich muss ja auch irgendwie Ostern die dicken Eier irgendwie ins Nest kriegen. Sensationell. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr hast du super auf den Punkt gebracht. Ich bringe nochmal ganz schnell die Termine, die wir hatten und dann wünsche ich dir schon mal auf jeden Fall frohe Ostern und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Genau, ciao. Herzlichen Dank, mach's gut. Ciao. Wagner, wir haben keinen Ton von dir. Ich mach mal die Community Events. Dann. Ich glaube, jetzt bist du wieder da. Okay. Ja, jetzt läuft sie da. So, meine Damen, meine Herren, wir gucken noch mal ganz schnell die upcoming Termine für eure Kalender. Was haben wir alles mitgebracht? Auf jeden Fall, wie immer, SharePoint Social User Group Treffen im April. Und natürlich auch, guckt schnell mal drüber, ob was für euch dabei ist, wie es passt. Wir geben das natürlich aber auch immer wieder in die Shownotes. Und natürlich im Mai. Und auch da, oh Mensch, Future Work 21 steht schon wieder an. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ja, irgendwie war mir so, es wäre gerade erst Future Work 20 gewesen. Ja, aber die Zeit rennt halt dahin. Dann haben wir natürlich Modern Workplace Summits, die dritte Teams Day Online, Teil 3, von Russ organisiert in Amerika, 7., 8. April. Seid dabei, es gibt auch einen German Track, also deutschen Track dabei. Ihr wisst, ich liebe das Risiko, ich habe mal mir einen englischen Slot gesucht. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ja. Also wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, kommt da bei mir rein. Ansonsten, weiß ich, Ragnar, du bist auch mal am Start. Was hast du für ein Thema? Ja. Das Thema Streaming, NDI Advanced. Ja, genau. Hatten wir doch vorhin gerade die Frage. Media, ne? Genau. NDI. Ach genau, guck mal, hier haben wir nochmal die ganze Übersicht über die ganzen Leute, die dabei sind. Ah ja, Andreas Schlüter ist auch dabei. Andreas, hier, komm her, sag doch uns doch mal, warte mal, ich hole dich mal eben auf die Bühne. Warte, wo ist meine Maus? Sag noch, hol die mal schnell auf die Bühne. Nee, da habe ich ihn jetzt. So, was hast du für ein Thema? So. Ich mache ein Thema, oder ich habe eine Session über Bookings. Wie kann ich meine Mitarbeiter, beziehungsweise die Termine meiner Mitarbeiter mit Bookings verwalten? Sensationell. Sehr cool. Also auf jeden Fall einschalten, dabei sein. Das hat wirklich ein großes, vielfältiges Programm, wie ihr seht. Könnt ihr euch kostenfrei anmelden. Start jeweils um 15 Uhr, geht also ein bisschen in den Abend rein. Das liegt eben daran, dass das primär in Amerika spielt. Dann haben wir die Modern Work Week, eine ganze Woche von Microsoft Deutschland organisiert. Programm sensationell. 12. bis 16. April, 26 Veranstaltungen. Geht immer irgendwie morgens um 9 los, bis um 15 Uhr ungefähr. Schaut einfach mal rein. Ich glaube, viel mehr Programm kann es kaum geben an dieser Stelle. Wirklich eine ganze Woche. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall da, dass ich auch wieder mit dabei sein darf. Und zwar gleich zur Kickoff-Veranstaltung. Am Montagmorgen um 9 bis 11 ist die Keynote. Und wir haben auch einen Slot mit Thomas Seliger da drinnen. Wir reden über Resilienz und hybride Arbeitsumgebungen und wie euch Teams eben helfen kann, resilienter zu sein. Schaltet auf jeden Fall ein, Montagmorgen um 9. Ich sag mal, das ist doch eine Primetime, oder? Also könnt ihr vorher noch schnell ein paar E-Mails machen und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid. 14. April haben wir natürlich wieder die Office 365 Akademie mit allen Updates rund um Microsoft Microsoft 365. Was alles neu ist für Champions, also für alle Power-User unter euch. Die ACM Teams User Group kommt wieder am 20. April mit dem Thema, wie messen wir eigentlich Adoption? Also wenn wir die Teams-Einführung machen, wie können wir das eigentlich messen? Freuen wir uns sehr darüber. Unsere Gäste Timo Laubach und Will Güstrand sind mit dabei und werden ein bisschen berichten, denn die haben da richtig Ahnung von. Und dann natürlich von unserem Mr. Power Magic, seine User Group, einfach M365, die Power Week. Ende April läuft sie an, der Call for Speaker ist abgeschlossen und ihr könnt euch jetzt anmelden. Seit heute ist die Anmeldung offen, einfach m365.de
Und dann könnt ihr hier mit dabei sein. Alles rund ums Projektmanagement. Natürlich noch das Summer Share Camp 2021 am 1. Juni. Und auch da könnt ihr euch kostenlos für anmelden. So, und dann gucken wir mal. Ich glaube, jawohl, das war's. Und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir brauchen noch irgendjemanden, der die Bose VB1 mitnimmt. Packner, oder behalten wir die? Was machen wir? Würde ich gerne, genau. Aber ja, wir machen Sendung nur für euch. Und die Gewinne sind für euch. Wir sind ja ganz altruistisch. Ja, gucken wir mal, wer die jetzt mitnimmt. Ja, Andreas, kommen noch ein paar Dankesmeldungen für dich rein. Ja, ja, also, dann schauen wir mal, wer die Bose VB1 mitnimmt. Und ja, ich sag mal so, sie geht wohl nach Österreich. Lieber Franz, ja, Franz Winter, du hast Franz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Die Bose VB1 gehört dir. Und genau, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, damit wir uns da nicht missverstehen, es ist schon so, dass ich da auch noch mal quer drüber gucke. Und wenn jemand meint, dass er einfach öfter abstimmt und hat deswegen mehr Glück bei dem Auslosen, dann muss ich ihn enttäuschen. Und auch nicht 30 Mal abstimmen bringt an der Stelle etwas, ja. Also zu einer reifen Disqualifikation, oder? Ja, 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 ähnlich, ähnlich. Also ich glaube, derjenige weiß, wer sich hier angesprochen fühlen muss. Ich würde ein schlechtes Gewissen haben an der Stelle. Also wir wollen natürlich faire Chancen für alle. Also alle haben eine Stimme natürlich auch. Und nicht x Postkarten, die wir hier reinschmeißen können. Genau, also, das war unsere Show. Wir möchten ankündigen für nächste Woche. Und zwar wieder, nee, nicht wieder, sondern erstmalig mit dabei. Jetzt müssen wir eben schnell meine Benner hier suchen. Nächstes Mal in der Sendung ist nämlich, tada, Erik. Erik Steger kommt von Audiocodes Germany und wird uns ein bisschen berichten, was die Firma Audiocodes macht und wie die durch die Pandemie gekommen sind. Und ich hatte jetzt schon das Glück, dass ich diese Woche ein bisschen mit dem sprechen durfte und habe eine ganze Menge gelernt. Also ich finde es richtig spannend und Erik ist ein cooler Typ, der wird uns eine ganze Menge coole, tolle Sachen erzählen können. Abgesehen davon haben die auch einen Mega-Preis mitgebracht. Ich habe ihn jetzt hier in der Ankündigung leider noch nicht drin, aber ich kann es euch jetzt schon sagen, denn ich habe die Zusage schon bekommen. Schaltet auf jeden Fall ein. Es ist auch wieder vierstellig. Insofern, es lohnt sich auch in den Osterferien Alex und Ragnar zu schauen. Wir rocken es hier richtig. Ja, mein lieber Ragnar, damit sind wir am Ende, oder? Auf jeden Fall, war mir eine Riesenfreude. Genau, wollen wir nochmal alle auf die Bühne holen zum Abschluss, zum Finale. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da sind so, wir nochmal alle. Genau. Ich muss mal eben nochmal hier. Christian hat nochmal richtig Gas gegeben und den die ganzen Kommentare nochmal beantwortet, habe ich gerade gesehen. Der ist voll geschwemmt hier. Sensationell. Genau, dann gucken wir nochmal eben durch. Ihr seid alle mit dabei. Genau, ach, Harald hat auch noch geschrieben. Sascha, sehr schön. Ja, okay, also dann. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, sowohl die Gäste als auch natürlich die Zuschauer. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und ja, wir wünschen euch alle frohe Ostern. Macht's gut. Frohe Ostern, Ostern. Haut rein. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao.